Während die Mannschaft von Borussia Dortmund trotz Sturmtief Friederike sicher in Berlin gelandet ist, war Erik Domm mal wieder nicht mit an Bord. Denn der BVB-Pechvogel muss aufgrund einer Verletzung erneut eine Pause einlegen. Dort, wie der BVB am Donnerstagabend mitteilte, hat sich Domm am Mittwochnachmittag im Training der Dortmunder verletzt. Die Diagnose am Donnerstag lautete: Außenbandriss im rechten Sprunggelenk. Wie lange der 25-Jährige voraussichtlich ausfallen wird, teilte der Verein nicht mit. Für Domm ist die Verletzung besonders bitter, denn zunächst verzichtete Ex-Coach Peter Bosz in den ersten Spielen der Saison auf den siebenmaligen Nationalspieler, ehe er sich im September einer Hüftoperation unterziehen musste und fortan ausfiel. In den letzten Wochen hatte sich Domm nun wieder herangearbeitet und stand zuletzt beim torlosen Remis gegen den VfL Wolfsburg dann sogar wieder im Kader. Nun muss sich Domm, der seit 2012 beim BVB unter Vertrag steht, erneut gedulden, ehe er zu seinem ersten Saisoneinsatz kommt.